نعم، أيضا ذكرنا في بعد باب الطهارة كتاب الطهارة كتاب الصلاة. نعم. Dann haben wir nachdem wir schon mit dem Kapitel Reinheit auch fertig sind, haben wir auch das dem Kapitel auch das Gebet verrichten auch behandelt. وذكرنا أن الصلاة على قسمين فريضة ونافلة. نعم. Haben wir auch in diesem Hinsicht auch das Kapitel behandelt und wir haben auch gesagt, das Kapitel beinhaltet auch zwei Sachen. Das Gebet entweder Pflicht oder fakultativ oder Nafila. وذكرنا أن الذي يحافظ على النوافل هذا فيه أن الفرائض محمية بإذن الله، لأن هناك سلاح حدود حرس دفاع وهم محافظتك على النوافل، فالذي يحافظ على النوافل هذا معناه أن الفرائض في حماية بإذن الله، لكن الذي لا يحافظ على النوافل هذا معناه أن الفرائض في خطر. نعم. Man geht davon aus, dass wenn jemand, sag ich mal, die Nafila oder diese Sunna regelmäßig betet, man geht davon aus, dass er auch sein Pflichtgebet auch bewahrt und auch regelmäßig verrichtet. أنت لديك مال، رأس مال، نعم. Wenn jemand Kapital hat. ماذا تصنع به حتى لا يضيعك لا تحافظ عليه مفهوم فعندك الآن الفرائض هي الأصل فتأتي بالنوافل حتى تكون الفرائض بإذن الله يعني لا تترك لكن هناك ممن يلبس عليهم الشيطان يحافظ على النوافل ويترك الفرائض. نعم. Es ist genauso, wenn man schon Vermögen hat und man versucht in diesem Punkt oder in diesem Moment sein Vermögen auch zu schützen. Genauso sind auch die Gebeten. Wenn jemand sein immer regelmäßig sein Nafila bewahrt und auch immer verrichtet, dann dieser Mensch geht man auch davon aus, dass er auch sein Pflichtgebet auch bewahrt. Es gibt aber manche Menschen, da kommt, versucht der Teufel einfach bei der Sache zu flüstern und in den Fall zu machen, dann regelmäßig, also bewahren sie diese Nafila, also verrechnen sie diese Nafila und vernachlässigen leider Pflichtgebete. Nein. كذلك قد يقوم الليل قيام الليل ويتعب في قيام الليل ويؤدي هذا القيام إلى أن يترك صلاة الفجر. Manche Menschen auch bemühen sich einfach Nachtgebet zu verrichten. Kurz vor dem Fajr leider schlafen sie und verpassen auch das Fajr. ذكرنا ما يتعلق بالأذان والإقامة. Genauso hat auch mit dem Thema Adhan und Iqama. وما يتعلق بالإمامة من يؤم الناس. Dann haben wir auch über das Thema Imama, also der Gebetsführer, wer oder welche Menschen übernehmen diese Rolle. وأين يقف الإمام. Wo genau der Imam steht. تراص الصفوف. Wie man auch die Reihe abbildet. أحكام المساجد. Und wir haben auch alles, was mit dieser Angelegenheit, was mit Moschee zu tun haben. ذكرنا ما يتعلق بالجمعة والجماعة. Haben wir auch, wie man sich am Freitag verhält und die نعم. ذكرنا كذلك مواقيت الصلاة. Dann haben wir auch über Gebetszeiten auch gesprochen. أوقات النهي. Und die haben wir auch über die verbotene Zeit, in dem man auch die Zeit verrichten, das Gebet verrichten soll. وقلنا يا خمسة. Und wir haben auch erwähnt, dass diese verboten sind fünf. نعم وذكرنا أشياء مما يكون في صلاة النافلة. نعم. Dann haben wir auch schon viele Sachen erwähnt, was mit Nafila zu tun haben. نعم. وبعد هذا ذكرنا زكاة. أخوانا هذا الرجل يجيبني. نعم الشيخ. يا رجل بعد الصلاة ايش عندك في أركان الإسلام؟ الزكاة. ذكرنا ما بعد الصلاة الزكاة. ما المشكلة من البداية. ما شفت احنا علمناه قلنا أركان الإسلام يمشي عليها رجل. نعم بعد الصلاة الزكاة والزكاة ذكرنا فريضة ونافلة. نعم. Kapitel Zakat behandelt und haben gesagt, ist auch genau, das ist eine Pflicht.
diese Geldabgabe und auch Nafila, also fakultativ. ذكرنا المقدار الواجب في الزكاة. وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومن هم أهل الزكاة؟ ومن تحرم عليهم الزكاة؟ آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع. هذا الدين الإسلامي فيه الحفاظ على الأنساب. نعم، الناس ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على أنسابه، وهذا هذه ميزة عند أهل الإسلام. يعرف نعرف ليس الجد الرابع، نعرف إلى أنه عليه الصلاة والسلام حتى إلى آدم، وقبل هذا إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام، يعرف نسبه عليه الصلاة والسلام. نعم، كما عرف نسب عيسى عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا أمر يعني عرف عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وسارت عليه الأمم، ومن هذه الأمم أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أنساب معروفة. نعم، ولله الحمد. This is granted for us Muslims, that Allah subhanahu wa ta'ala vorzugt uns Muslime, indem wir auch unser oder indem wir schon gekennzeichnet sind, dass wir unser Vorfahren, also unsere Stammfamilie genau kennen können, bis die Urgroßvater unserer Familie. نعم، جاءت الشريعة للحفاظ أولا على الدين. Die erste Aufgabe von Scharia war, die Religion und unsere Religion zu bewahren. والحفاظ على العرض. ما أحد يستطيع أن يتكلم فيك، يرميك بزنا أو لواط أو سرقة أو شيء من هذا، وإلا أقمنا عليه الحد، أقام عليه السلطان. نعم، هذا من الحفاظ على العرض. حتى القاضي ما يستطيع أن يقيم على من قذف بزنا مثلا حتى يأتي 4 شهود ويشهد على هذا بالزمان والمكان، ويشهد بصريح الفاحشة، نسأل العافية والسلام. وهذا فيه حفاظ الدين. الدين الإسلامي جاء يحافظ على الأعراض، أعراض محترمة. نعم. Die zweite Sache ist, dass wir, sag ich mal, unsere Ehre, Alhamdulillah, das ist auch, was der Islam, der Muslim gekennzeichnet ist, dass die Ehre der Familie schon im Islam bewahrt ist. Das heißt, niemand kann einfach so kommen und behaupten oder wirft jemand Unzucht vor. Wenn jemand das behauptet, dann muss man einfach 4 Zeugen mitbringen. Wenn das nicht schafft, dann werden einfach Hudud gemacht werden. Das sind Allahs Grenzen, die schon von uns Muslimen eingehalten werden muss. Und dadurch wird auch die islamische Gesellschaft auch bewahrt. حفاظ على العقل. كيف يمنع من شرب او اكل اشياء تذهب عقله؟ نعم، الشريعة كان auch uns gesundheitlich, also körperlich auch zu bewahren, vor allem den Verstand zu bewahren, indem man auch keinen Alkohol trinkt. نعم، ايضا ذكرنا في كتاب الزكاة ان من تحرم عليهم الزكاة الفروع والأصول الذين يعني تجب عليك نفقتهم. نعم. Dann haben wir auch in diesem Kapitel erwähnt, welche Menschen auf dem nicht erlaubt auf Zakat zu bekommen, und das sind einfach Hauptzweige und Nebenzweige, also was Angehörigen betrifft. ولا لغني. Kein reicher Mann darf auch Zakat bekommen. ولا لكافر. Oder ungläubig. ولا لقوي مكتسب. Oder jemand, in der Lage ist, besonders körperlich auch selbst Geld zu verdienen. Darf kein Zakat bekommen. نعم، بعد هذا.
أخذنا الصيام فيما مضى، وذكرنا أن الصيام كذلك فريضة ونافلة، ومن يجب عليهم الصيام والمفطرات مفسدات الصيام وغير هذا. نعم. Wir haben auch das Kapitel Fasten auch beleuchtet und näher gebracht, wer zum Beispiel fasten muss und wann sein Fasten nicht, also man nicht fasten darf und so weiter. نعم. وكذلك تقدم معنا الحج. Dann haben wir danach Kapitel Pilgerfahrt auch bearbeitet. ثم انتقلنا بعد هذا إلى البيوع المعاملات. Danach kamen wir zum zweiten Teil vom Fiqh, und zwar die Umgang oder die Handlung. الأصل في البيع الحل. Der erste Kapitel war Kauf und Verkauf. وكل عقد فهو صحيح من العقود الموجودة. الأصل فيه الصحة والجواز. In der Regel gilt alle Verträge, die schon gemacht werden sollen, sind gültig. إلا إذا كان فيه ربا. Es sei denn, dieser Vertrag beinhaltet Riba, dann gilt nicht. أو ظلم وجهالة. Oder neben Wucher, also Riba, kommt auch Ungewissheit von beiden Parteien, also vom Käufer und Verkäufer. أو ظلم. Oder Ungerechtigkeit. فإذا سلمت العقود من هذا صحت. Wenn die Verträge auf diese Kaufabwicklung von dieser Sache frei sind, dann gilt einfach Verkauf. وكذلك الشركة. شركة. تعرف الشركات يشترك اثنان فأكثر. نعم. Oder wenn jemand, sag ich mal, eine Firma gründet oder ein Unternehmer. نعم. مثاله اشترك محمد مع بدر. في ماذا في الشركة؟ بدر قال أنا علي المال وقال هذا أنا علي العمل. نعم. Beispielsweise Familiengründung. Muhammad möchte auch mit Bruder Badr eine Firma gründen. Dann sagt Badr, ich habe das Geld, also ich habe Vermögen. Und der Bruder Muhammad sagt, ich bringe meine Arbeit mit. أو هذا يدفع 50% من رأس المال وهذا يدفع 50% من رأس المال ويعمل جميعا. نعم. كل أنواع الشركات جائزة. Alle Formen von Arbeit oder alle Formen von Firmengründung ist auch erlaubt. إلا إذا دخلها الظلم والجهال. نعم. Es sei denn, wie gesagt, gibt es bei der Abwicklung, sag ich mal, Ungerechtigkeit oder Ungewissheit. يقول بدر لمحمد أنت لك ربح الليل وأنا لي ربح النهار. Zum Beispiel der Bruder Bad sagt zu Bruder Muhammad, du, dein Gewinn ist, es ist nachts und alles, was wir von tagsüber verdienen, ist, gehört mir. ويكون العمل أغلبه في النهار، فهذا لا أربح شيء، الظلم. نعم. Aber in diesem Fall zum Beispiel die meisten Gewinne oder Umsatz passieren tagsüber und nicht nachts. أو يقول لك شيء من الربح، طيب الشيء هذا مجهول غير معلوم، فهذا ممكن يعطيه 1% ويمكن يعطيه 50%. نعم. Oder er sagt zu ihm, du bekommst nur einen Teil des Gewinns und dieses Prozental ist nicht bekannt. ولهذا لابد في العقود أن توثق، وهذا أحسن ما يكون في الشركات، في النكاح أهم ما يكون. نعم. Denke ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Verträge, sag ich mal, begläubigt werden müssen. وأشهدوا إذا تبايعتم، قول الله سبحانه وتعالى. Und auch dazu gehen der Scharia ist, dass man auch zwei Zeugen dazu bei dem Vertrag Abwicklung auch mitbringen. وهذا إشكال يعني في أوروبا الآن. نعم. Das ist ein großes Problem in Europa. هذا يجد مرأة. Jemand findet eine Frau. وقال أتزوج هذه المرأة. طيب لابد توثق، قال ما استطيع. نعم. Dann will dieser Mann auch diese Frau heiraten und dann sagen, okay, dann heirate diese Frau und sagt, kann ich nicht. لديها المهم إشكال في التوثيق. Also es gibt immer Problem bei der, sag ich mal, diese Heirat zu begläubigen, sag ich mal, offiziell zu machen.